diesem Jahr zeigt sich besonders, wie sehr die Lagen am Steilhang den Weingärten in der Ebene überlegen sind. Am Berg fließt das Regenwasser schneller ab und die Rebstöcke sind dort besser der Sonne ausgesetzt. Das gilt vor allem für die Abendstunden, wenn die Ebene schon längst im Schatten liegt. Sie hörten die gute Nachricht des Tages, denn Moselbrück hat nur Steillagen. Dafür werden wir geringere Mengen ernten. Das kannst du heute noch nicht sagen. Doch. Wir haben in diesem Jahr die Reben kräftiger zurückgeschnitten und weniger gedüngt. Es wird weniger, aber besseren Wein geben. Weniger gedüngt? Michel hat sich also durchgesetzt. Ich dachte, das Thema Ökowein wäre vom Tisch. Ich stelle keinen sogenannten Ökowein her, sondern den bestmöglichen. Auf Dauer können wir nur mit Qualität überleben. Und unter Fachleuten gilt die Faustregel, dass bei Erträgen über 100 Hektoliter je Hektar die Qualität deutlich nachlässt. Ihr braucht gute Erträge, wenn ihr überleben wollt. Ein Rebstock kann nur eine bestimmte Menge an Geschmacksstoffen aus dem Boden holen. Eine Begrenzung der Erträge muss doch die Preise treiben. Und du meinst, die Rechnung geht auf? Wir sind zum Glück Selbstvermarkter. Und unsere Kunden werden gerne ein paar Mark mehr bezahlen, wenn sie dafür die entsprechende Qualität bekommen. Auf die Bilanz bin ich neugierig. Jeder Betrieb muss für sich entscheiden, ob er nur Land- und Qualitätswein oder qualitativ besseren und damit teure Weine erzeugen will. Ich habe mich entschieden. Ich höre immer nur ich. Früher hieß es mal wir. Hat Mutter hier eigentlich gar nichts mehr zu sagen? Ich habe dieselbe Meinung wie Martin. Wir haben lange darüber diskutiert. Manchmal denke ich, ihr lebt hinterm Mond. Wisst ihr eigentlich, was im Handel los ist? Wir haben offene Märkte. Bei freiem Zugang ausländischer Ware werden die schlechteren Grenzweine das Preisniveau bestimmen. Die Löhne in Billigländern betragen einen Bruchteil von unseren Löhnen. Daran wird sich doch nichts ändern. Also Quantität vor Qualität. Jeder hofft auf einen Lernprozess beim Konsumenten, aber der kann viele Jahre dauern. Wenn ein Buchhändler alle Schmöker aus dem Regal nimmt und nur Klassiker anbietet, geht er pleite. Und ein Weinhändler, der den Marktpreis nicht zur Kenntnis nimmt, muss die Weinproduktion aufgeben. Wir stellen weder Schmöker noch Klassiker her, sondern ehrlichen Wein. Und das hat schon dein Vater getan. Leider hat er den Trend verpasst und Moselbrück an den Ruin gebracht. Und wenn Ludwig nicht gewesen wäre... Ja, Ludwig hat uns Geld geliehen. 80.000 Mark. Aber nicht aus Mitgefühl oder Herzensgüte, sondern weil er Moselbrück wollte. Und wenn wir jetzt keine Schulden mehr bei Ludwig haben, verdanken wir das Michels Vater. Vergiss das bitte nicht. Dafür habt ihr jetzt Schulden bei der Kreissparkasse. Aber die hat das Geld für den Umbau natürlich aus Herzensgüte gegeben. Gunther, hör auf. Darüber darf wohl nicht geredet werden. Dann bitte ich um Entschuldigung. Du weißt genau, warum Martin den Kredit aufgenommen hat. Ja, natürlich. Weil er nicht nur vom Geld seines Schwiegervaters abhängig sein wollte. Und bist du das jetzt nicht mehr? Muss Spaß machen. Ich glaube, es ist besser, du gehst jetzt. Richtig. Mein Gott, seid ihr beide primitiv. Der Mann hat das Geld. Der Mann muss das Geld verdienen. Geld der Frau darf man nicht annehmen. In welcher Zeit lebt ihr eigentlich? 19. Jahrhundert? Dann muss ich wohl ein Korsett tragen und lange Zopf. Und wenn mein Mann nach Hause kommt, bringe ich seine Pantoffeln und halte den Mund. Das wirst du wohl nicht tun. Er hält Martin den Mund. Also so geht das nicht. Gunther! Aber ein paar Sachen möchte ich noch mitnehmen. Mitnehmen? Wo willst du denn hin? Lass mal raus hier, dann kann die Müllabfuhr kommen. Was denn für eine Müllabfuhr? Michel ist doch oben ausmisten, bevor der Umbau beginnt. Und das warte ich gar nicht erst ab. Gunther, du kommst sofort zurück. So gehst du hier nicht weg. Oh doch. Michel hat sich ja wie eine Spinne eingenistet. Aber das merkst du wohl gar nicht. Erst hat sie Martin eingewickelt und dann dich. Aber mit mir macht sie das nicht. Und dass ihr jetzt weniger, aber besseren Wein herstellen wollt, ist doch ihr Ökotrip. Ich wünsche viel Erfolg. Gunther! Hanna, lass sie hin. Aus ihm spricht Ludwig, der Weinhändler. Und Ludwig, der Mann, der Moselbrück nicht bekommen konnte. Und das haben wir nur Michel zu verdanken. Michel, der Spine. Dass überhaupt noch jemand kommt, hätte ich nicht gedacht. Wisst ihr überhaupt, wie spät es ist? Wir hatten Probleme. Wer hat die nicht? Ist der schon mal abgehauen? Solange er sich so benimmt. Als
wenn er heute Abend nicht nach Hause kommt. Dann gehe ich morgen zu Ludwig und rede mit ihm. Was mit Ludwig? Mit Gunther. Dein Vater war schließlich auch sein Vater. Ja, kaum zu glauben, nicht? Wir sind wirklich grundverschieden. Manchmal denke ich, der hat kein Hirn. Im Gegensatz zu dir, was? Ach, Quatsch. Er hat Hirn, aber ist auch sehr beeinflussbar. Zum Beispiel durch Ludwig. Und er redet, bevor er denkt. Aber das ist das Vorrecht der Jugend. Nimm ihn nur in Schutz. Aber was der vorhin über Michelle gesagt hat, glaubst du, das lasse ich mir gefallen? Er muss sich bei ihr entschuldigen. Was ändert das? Na, hör mal. Er kann sich entschuldigen, aber das sind nur Worte. Seine Meinung bleibt unverändert. Michelle hat sich in unserem Haus eingerichtet. Sie ist im Begriff, das zu tun. Und du schaust zu, weil du sie liebst. Hätte ich auf den Tisch schlagen sollen und sagen, wir bleiben in unserer Kammer? Auf den Tisch schlagen? Das kannst du doch gar nicht. Du hältst mich wohl auch für ein Schwächling. Du bist, wie du bist. Sehr liebenswert. Und du wirst geliebt. Von Michelle und von mir. Und wahrscheinlich auch von Gunther. Das hat man gemerkt. Er ist wohl auch eifersüchtig. Du bist der Ältere und du bist hier der Chef. Der Chef. Das ist ja wohl Michelle. Wenigstens in Gunthers Augen. Soll ich dir mal was sagen? Chef ist nicht, wer am lautesten ist. Wenn ich da an meine Ehe denke. Roland hat mal in einer stillen Stunde losgepoltert. Was auf Moselbrück geschieht, bestimm immer noch ich. Und dann hat er hinzugefügt, manchmal auch du. Aber es darf niemand wissen. Meistens hat er gemacht, was ich wollte. Es hat niemand erfahren. Ich konnte damit leben. Aber Michelle... Michelle ist scheinbar so stark, weil sie das Geld hat. Damit musst du fertig werden. Ich weiß, dass das nicht einfach ist. Aber deine Ansichten sind ein bisschen von vorgestern. Ich fürchte, da hat sie recht. Aber Michelle wird nie etwas machen, was du nicht willst. Ich habe den verdammten Umbau nicht gewollt. Nein. Du musst versuchen, über deinen Schatten zu springen. Und dafür hast du deinen Verstand. Otto, wo willst du denn hin? Wisst ihr denn nicht, wie spät es inzwischen ist? Bis ich eine neue Bleibe gefunden habe, würde ich gerne bei euch wohnen. Wenn es möglich ist. Mitten in der Saison? Ich zahle natürlich für das Zimmer. Nun warte doch erst mal ab. Im Affekt sagt man manchmal Dinge, die dann... Nein, mir reicht's jetzt endgültig. Bei uns dreht sich alles nur noch um Michelle. Ja, sie bekommt ein Kind. Und sie hat das Geld. Und damit wird sie Moselbrück nach ihrem Geschmack umkrempeln. Martin und Hanna können nur noch zu allem Ja und Amen sagen. Gunther, du kannst mir doch nicht erzählen, dass Michelle gegen den Willen deiner Mutter euer Haus umkrempelt. Und außerdem, das Haus kann durch den Ausbau im Wert nur steigen. Und das ist doch auch dein Erbe. Oder sehe ich das falsch? Also kann ich jetzt hier wohnen oder nicht? Du kannst natürlich genauso hier wohnen wie Martin und Michelle. Was heißt das? Das heißt, dass die beiden hier wohnen werden, bis der Umbau fertig ist. Das war schon lange so ausgemacht. Das wird ja immer schöner, davon hat mir niemand was gesagt. Na, wo sollen sie denn schlafen, wenn bei euch die Handwerker sind? Auf einer Gartenliege im Wohnzimmer? Warum denn nicht? Aber das ist der Prinzessin natürlich nicht komfortabel genug. Ich dachte immer, du magst Michelle. Ja, aber wie die sich entwickelt hat, Martin ist der reinste Ampelmann. Und du bist ein ganz schöner Macho, stimmt's? Na, ich hoffe, du findest mal jemanden, der dir ein bisschen zeigt, wo es lang geht. Da könnt ihr lange warten. Also willst du jetzt ein Zimmer oder nicht? Ich verzichte, vielen Dank. Wie wär's denn, wenn du zu mir ziehst? Zu dir? Ja, warum denn nicht? Bei mir ist genügend Platz. Frau Büdinger, die freut sich, wenn sie endlich jemanden bekochen kann. Frau Büdinger! Komm mit rein! Das ist ja nett von dir, aber ich will endlich mal selbstständig sein. Raus aus der Familie, kannst du es nicht verstehen? Natürlich verstehe ich das. Ich weiß aber auch zufällig, was du bei mir verdienst. Und zu einer eigenen Wohnung reicht das leider noch nicht, Frau Büdinger. Ab heute wohnt der Gunther bei uns. Das bedeutet, dass sie in Zukunft regelmäßig für uns kochen. Ich hoffe doch, das ist Ihnen recht. Haben Sie gesagt, für uns? Richtig, für uns. Sie speisen ja wohl im Anker. Ich speise vor allem nicht gern allein. Aber das ändert sich ja nun. Ja, und wann soll ich kochen?
Bis ich hier abends rauskomme, sind die Geschäfte schon zu. Wenn Ihnen die Arbeit zu viel wird, dann brauchen Sie es nur zu sagen. Außerdem gibt es auch Fertiggerichte. Sie wollen Fertiggerichte? Warum denn nicht? Das bisschen, was ich esse. Und Gunther ist ja wohl auch nicht sehr verwöhnt. Oder hat Michelle inzwischen kochen gelernt? Die kocht vor allem gesund. Aber zum Glück gibt's ja Tomatenketchup. Also, Tomatenketchup nicht vergessen. Du meinst also wirklich, ich soll? Wo bist du denn sonst hin? Wieder zur Petra? Die hat einen festen Freund. Na also. Und was das Essen im Anker betrifft, weißt du, was ich da im Laufe eines Monats durchschnittlich bezahle? Da zahlst du wohl weniger fürs Essen als fürs Trinken. Richtig, ja. Das kann ich wirklich billiger haben, ne? Geschäfte sind beschissen. Aber das weißt du ja. Ja. Dann will ich mal wieder. Moment mal. Ich habe mir da die Richtlinien für die Wahl der Weinkönigin kommen lassen. Da heißt das Römisch 2 Absatz 3. Die Bewerberinnen müssen am Tag der Wahl mindestens 18 Jahre alt und unverheiratet sein, sowie über einen guten Leumund verfügen. Ja und? Mathilde Frese ist über 18 Jahre unverheiratet und hat einen guten Leumund. Das sollte man ändern. Ich meine, da könntest du dich doch nützlich machen. Du meinst doch nicht etwa, ich soll mit dir ins Bett gehen? Ja. Ist doch nicht dein Ernst? Man könnte sie vielleicht überreden, sich fotografieren zu lassen. Unser Käseblatt wird ein Bild von ihr bringen wollen. Ich meine, wenn sie nominiert worden ist. Und so wie Mathilde aussieht, da ist der beste Fotograf gerade gut genug. Ja und? Das Fotostudio in Frankfurt, wo du mal mit Monika warst, das sollte ein paar hübsche Porträts von ihr machen. Hm? Im Dirndlkleid, ja. Und dann kann man sie vielleicht überreden, ein paar Knöpfchen aufzumachen. Hm? Und so weiter. Alle Mädchen sind eitel. Und wenn man dann geschickt vorgeht, vielleicht entstehen dann ein paar brauchbare Brustbilder. Und dass die termingerecht in die Presse kommen, dafür würde ich schon sorgen. Ludwig, ich glaube, du spinnst. Wieso? Mach dem Mädchen ein paar Komplimente. Das kann doch nicht so schwierig sein, dass es sich auszieht. In Frankfurt. Das ist ein seriöses Fotostudio und kein Pornoschuppen. Aber selbst wenn, du glaubst doch nicht, dass sich die Mathilde zu Nacktfotos überreden lässt. Also so blöd ist die bestimmt nicht. Vergiss es. Na schön. Ja, dann müssen wir auf Petra zurückgreifen. Die schien mir ja neulich gar nicht abgeneigt. Kannst du mir vielleicht mal sagen, warum du auf Teufel komm raus verhindern willst, dass die Mathilde Ortskönigin wird? Ihr Vater hat mir auf die gemeinste Art und Weise meinen wichtigsten Kunden weggeschnappt. Das verzeihe ich ihm nie. Er hat dich unterboten. Bieten und unterbieten, so ist nun mal das Geschäft. Wir sind beide auf einer Lieferung nach Japan sitzen geblieben. Das war gleich nach dem Glykos-Skandal. Der hat sich einfach in das Flugzeug geschmissen und in Osaka so lange mit den Abnehmern gesoffen und sie von einem Puff ins andere geschleppt, bis die Geschäfte wieder liefen. Bei der Gelegenheit hat er meinen Kunden gleich mit ans Land gezogen. Warum hast du dich nicht ins Flugzeug geschmissen? Mit den Kunden saufen hättest du doch sicherlich auch noch gekonnt. Also ich überhöre deine Unverschämtheit, ja? Ihn hat die Reise ein Vermögen gekostet. Dieses Geld hatte ich einfach nicht. Glaubst du, es interessiert die Japaner, ob Mathilde Frese Weinkönigin wird? Und hier ist ja jede Eigenwerbung verboten. Im Prinzip richtig. Aber ich habe gestern noch mit Bürgermeister Gerlach gesprochen. Frese will für die Wahl ein Festzelt aufstellen lassen und jede Menge Presse einladen. Und dazu noch die Spende für das Schwimmbad. Der Name Frese wird in aller Munde sein. Frese ist leider 10-mal so groß wie du. Dagegen kannst du nicht anstinken. Ich nicht. Aber Petra. Die ist hübsch und intelligent. Aber dafür hat sie vom Wein keine blasse Ahnung. Noch nicht. Was heißt das? Das heißt, dass du mit ihr pauken wirst. Und in 2 Wochen hat sie alles drauf, was sie braucht.
Ich soll mit ihr pauken? Und jede Menge Presse. Ja. Die Bewerberinnen sollten praktische Kenntnisse im Weinbau und in der Kellerwirtschaft besitzen. Die sind bei mir gleich null. Ich weiß. Aber mein Onkel bietet an, dir sozusagen im Schnellgang alles Nötige beizubringen. Und bei der Wahl kriegt jede Bewerberin nur 4 Fragen gestellt. Und die Befragung soll 10 Minuten nicht überschreiten. 10 Minuten kann man ganz schön auf die Schnauze fallen. Du doch nicht. Hier. Die Erfüllung der Aufgaben einer Weinkönigin setzt starke Verbundenheit mit dem deutschen Wein voraus. Ich trinke hauptsächlich Cola. Ah. Sowie Natürlichkeit in Erscheinen und Auftreten. Die Fähigkeit des Dialogs mit dem Verbraucher, ebenso wie Schlagfertigkeit neben einer allgemeinen sympathischen Selbstdarstellung sind erwünscht. Das klingt gut. Ist das so zu verstehen? Was soll denn das? Sympathische Selbstdarstellung. Wenn du keine Lust hast, brauchst du es nur zu sagen. Ich finde das Ganze auch eine Schnapsidee. Habe ich Ludwig schon gesagt. Warum ausgerechnet ich? Kannst du mir das mal erklären? Nicht ausgerechnet du. Aber auf jeden Fall jemand, gegen den Fräulein Frese keine Chance hat. Der alte Frese hat meinem Onkel mal riesen Ärger gemacht. Und deshalb. Oder fällt dir jemand anders ein? Mir nicht. Sehr schmeichelhaft. Na also. Und jede Menge Presse? Ja. Frese will die Sache ganz groß aufziehen. Deswegen ist ja Ludwig so sauer. Und jede Menge Presse. Also dann bis morgen, Matzenbach. Wann soll ich morgen früh hier sein? Wie immer. Das ist eine dumme Frage. Ja, heute war ich eine Stunde zu früh. Herrgott, noch mal. Ich hab dir doch gesagt, dass wir heute früh ein Problem hatten. Ja, und morgen nicht. Ist doch egal, wofür du dein Geld kriegst. Fürs Warten oder für die Arbeit. Oder? Im Bett wartet es angenehmer. Dann komm doch, wann du willst. Wie immer, Otto. Bis morgen. Abgeschlossen. Ja, ich habe Michelle gesagt, sie soll abschließen, wenn sie alleine ist. Sonst haben wir eines Tages fremde Leute in der Küche stehen. Michelle! Michelle? 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 Sie ist nicht da. Vielleicht ist sie einkaufen gegangen. Um die Zeit? Die Geschäfte haben doch längst zu. Willst denn du anrufen? Unser Wagen ist nicht da. Vielleicht ist sie zu ihrem Vater gefahren. Zu ihrem Vater? Natürlich, das alte Klischee. Wenn es Krach gibt, dann geht die Frau zu ihrer Mutter. Und da Michelle keine Mutter hat, daran ist nur Gunther schuld. Dieser Idiot. Wir brauchen also das Zimmer nicht. Kein Umbau? Nein. Ich war auch schon bei der Baufirma und habe abgesagt. Das gibt vielleicht Ärger, weil die nächste Woche anfangen wollte, aber das ist mir egal. Vielleicht sieht morgen schon wieder alles ganz anders aus. War das nicht voreilig? Nein. Die wollen den Umbau nicht. Weder Hanna noch Martin. Und ich will ihn jetzt auch nicht mehr. Ja, und wenn das Baby kommt? Gunther hat gesagt, dass sie mehr Platz brauchen. Ich werde eine Wohnung suchen. Morgen gebe ich eine Annonce auf. 3 Zimmer, Küche, Bad. Das wird er dann wohl bezahlen können. Wer soll was bezahlen? Martin. Den Umbau wollte mein Vater bezahlen. Aber Martin ist zu stolz, das Geld anzunehmen. Und wissen Sie, was Gunther heute früh gesagt hat? Er hat es mir erzählt. So ungefähr jedenfalls. Er wollte sich hier ein Zimmer nehmen. Aber als ich ihm gesagt habe, dass Sie und Martin in hier wohnen werden... Ich habe die Nase voll bis hierher. Und kein Wort mehr vom Geld. Ja, klein Moment, bitte. Schönen guten Abend, Frau Sonntag. Guten Abend.
Guten Abend. Guten Abend. Ich habe für Sie da hinten reserviert. Guten Abend. Guten Abend. Gunther ist ein dummer Junge, der noch keine Ahnung hat von Leben. Martin ist lieb und will alles richtig machen. Der braucht Harmonie. Und das hält Gunther für Schwäche, der Idiot. Macho. Was? Der Gunther ist ein kleiner Macho. Das habe ich mir heute früh gesagt. Aber irgendwann wird eine Frau kommen, die ihm einen Ring durch die Nase zieht und ihn vorführt. Dann wird er vielleicht erwachsen. Und deshalb müssen sie seine Reden jetzt auch nicht so ernst nehmen. Ich bin eine Spinne, die erst Martin gefangen hat und dann Hannah. Das hat er gesagt. Ja, und was ist er? Ein Baby. Da muss man Nachsicht haben. Hab ich gehört. Aber jetzt ist Schluss. Also, Hannah, tut mir leid. Sie wird sehr allein sein. Aber meine Familie ist mir wichtiger. Weil bei Erträgen über 100 Hektoliter pro Hektar die Qualität deutlich nachlässt. Da hat er recht. Soll ich dir mal ausrechnen, wie viele Flaschen Minus das in diesem Jahr? Das ist gar nicht nötig. Martins Rechnung dürfte trotzdem aufgehen. Mein Dilemma als Händler ist doch, dass viele Kunden lieber zum Winzer gehen, weil sie eben zum Händler weniger Vertrauen haben, dem man immer wieder nachsagt, dass er die Qualitätsweine mit billigeren verschneidert. Außerdem, die Leute wollen unsere Verdienstspanne einsparen, nicht? Aber Moselbrück hat treue Kunden. Wenn Martin denen erklärt, warum sein Wein im nächsten Jahr etwas teurer ist und mit Michels Geld im Rücken, kann er ruhig was riskieren und trotzdem ruhig schlafen. Das tut er aber nicht. Ich könnte auch nicht vom Geld meiner Frau leben. Nein, also ich schon. Ausgezeichnet sogar. Einmal hätte es auch beinahe geklappt. Was? Ja, ja, sie hatte Geld und sah recht passabel aus, aber ich bin dann dahinter gekommen, sie war geizig. Bist du doch auch. Ich bin sparsam. Zwischen Sparsamkeit und Geiz ist ein gewaltiger Unterschied. Beim Autofahren schaltet sie immer den Motor ab, wenn es bergab ging, damit sie Benzin spart. Aber der habe ich's gegeben. Wieso? Ich habe eine Verlobung arrangiert, die ihr Vater bezahlt hat. Ungefähr 40 gute Freunde. Du, wir haben gesoffen und gefressen, was das war, Geld. Und anschließend, da habe ich mich so unmöglich aufgeführt, dass sie die Verlobung gelöst hat, ja? Ja, das war doch glückliche Zeiten. Und warum hast du nie geheiratet? Lag am Überangebot. Wie bitte? Na ja, ich war kein Kind von Traurigkeit, nicht? Ich hätte unmöglich eine Frau allein glücklich machen können. Und jetzt bist du allein. Na und? Sehe ich vielleicht unglücklich aus? Aha! So. Na, da fehlt doch noch was. Was fehlt? Oh, Verzeihung, ich habe ja auch noch was vergessen. So, der Ketchup. Ah. Sag mal, ich hab schon bei der Polizei angerufen. Polizei? Ich dachte, es ist dir was passiert. Ein Unfall. Und dann habe ich beim Arzt angerufen, weil ich dachte... Ich habe keine Wehen und auch keinen Unfall gemacht. Wo warst du denn? Im Anker. Im Anker? Ja. Ich habe das Zimmer abbestellt und ich habe auch mit der Baufirma telefoniert und gesagt, dass wir den Umbau nicht machen. Was hast du? Und morgen gebe ich eine Annonce auf und suche eine Wohnung. Du willst ausziehen? Ja. Ich habe die Nase voll. Und dieses Haus bleibt, wie es ist. Bist du jetzt zufrieden? Willst du dich von mir trennen? Nein. Aber ich will kein Gespräch mehr über Geld.
Na endlich! Wo warst du denn so lange? Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Sie braucht ihr euch jetzt nicht mehr machen. Michelle hat den Umbau abgesagt. Was hat sie? Warum ist der Mosel gegenüber anderen Gebieten im Nachteil? Steillagen, Handarbeit, keine Maschinen. Richtig. Und die Umstellung von Einzelflaschen auf 0,75? Europäische Gemeinschaft, Export, vereinfachte Umrechnung bei Überseegeschäften. Sehr gut, ja. Und der Eiswein? Muss bei mindestens 7 Grad minus geerntet und gekeltert werden. Was natürlich ein Quatsch ist. Wie bitte? Könnt ihr doch genauso gut Trauben tieffrieren und verarbeiten. Und warum ist das verboten? Weil man die Menge klein und den Preis hochhalten will. Prima. Prima. Aber diese Überlegungen behältst du gefälligst für dich, ja? Und die Wettbewerbsnachteile gegenüber Südländern? Billige Arbeitskräfte, mehr Sonne und infolgedessen kein Zucker im Wein. Falsch. Wieso? Billige Arbeitskräfte, das stimmt. Aber kein Zucker im Wein. Das Wort Zuckerung, das wird zwar in Frankreich nicht benutzt, wohl aber der Zucker. Ich habe mit einigen Kollegen mal eine Frankreich-Reise gemacht. Champagner, Loire, Muscatet, Chablis, Burgund. Überall werden mindere Qualitäten angereichert. Ja, das nennt man aber nicht gezuckert, sondern chaptalisiert. Ja, klingt natürlich viel besser, chaptalisiert als angereichert. Ne? Und warum weiß man bei uns nichts davon? Der Deutsche neigt dazu, und übrigens auch unsere Presse, grundsätzlich alles besser zu finden, was von draußen kommt. Außerdem gibt es in unseren Nachbarländern nicht die Unterscheidung in angereicherte und nicht chaptalisierte Weine, nicht? Aber es ist durchaus Usus, auch dort dem Most durch Anreicherung vor der Gärung den Alkoholgehalt zuzuführen, der einen schmackhaften, stabilen und körperreichen Wein ergibt, nicht? Unser Moselwein ist aber besonders leicht, ja? Ich will damit sagen, da kann man eine Menge davon trinken, ohne blau zu werden. Prost. Prost. Der Besuch war ja wohl überfällig. Komm rein. Hier ist ein Kuscheltier für Alexander und der ist für dich. Danke. Komm gleich ins Wasser. Wie wär's mit einem kleinen Glas Sekt? Warum nicht? Sag mal. Ja? Du bist
bist ja so wahnsinnig elegant. Erwartest du Besuch? Ja, dich. Und was heißt elegant? Ich bin froh, endlich wieder schlank zu sein. Habe ich mir erst mal ein paar neue Klamotten gekauft. Secondhand, aber naja. Du siehst aus, kaum zu glauben, dass du gerade erst ein Baby gekriegt hast. Eiserne Gymnastik. Jeden Morgen mindestens eine halbe Stunde. Toll. Sind die schön. Sag mal, bist du gewachsen? Kommt mir vor, als ob du größer geworden bist. Stimmt. Ich habe mir neue Schuhe gekauft. Mit richtig hohen Absätzen. Meine Gesundheitsschuhe trage ich nur noch in der Praxis. Bin zwar Mutter geworden, aber deshalb muss ich ja nicht gleich wie ein Muttchen rumlaufen, oder? So, jetzt stoßen wir erstmal an. Wieder hinterher. Was? Ich möchte erst ein Kind sehen. Kannst du dir doch vorstellen, dass ich neugierig bin. Ja, schön. Wollen wir mal sehen, ob der kleine Mann schon wach ist. Ja, süß. Guck mal, was ich dir mitgebracht habe. Hm? Ich habe völlig vergessen, wie klein kleine Kinder sind. Dabei wiegen wir jetzt schon 9 Pfund und 110 Gramm. Ach, sag mal. Ja? Ich weiß, dass das manche Mütter nicht mögen, aber darf ich ihn mal auf den Arm nehmen? Warum denn nicht? So. Oh, ich habe auch vergessen, wie Babys duften. Wenn sie nicht gerade stinken. Aber das kann ich dir sicher auch noch vorführen. Ich habe manchmal solche Sehnsucht, ein Baby zu knuddeln. Das wirst du ja bald können. Wann ist es denn soweit? In 6 Wochen. Und wie geht es, Michelle? Sehr gut. Wir haben allerdings jeden Tag Aufregungen wegen dem Umbau. Ich nehme an, Martin hat dir erzählt, dass sie den zweiten Stock ausbauen lassen. Hm. Heute sind sie nach Frankreich gefahren. Michelle will ein paar Möbel aussuchen. Im Hause ihres Vaters sind ja die meisten Räume unbewohnt. Haus? Ich dachte Schloss. Ja, ja, natürlich. Na ja, dann wird ja Michelle demnächst wieder schlossgemäß wohnen können. Michelle ist sehr bescheiden geblieben. Wenn ich vergessen habe, den Schlüssel mitzunehmen, muss ich leider klingeln. Ja. Madame, nous sommes très contents de vous revoir ici. Bonjour Philippe, ça va? Bien, merci. Votre père n'est malheureusement pas là. Je l'ai eu au téléphone hier soir. Je l'ai amené très tôt ce matin à l'aéroport. Il a dû partir pour Oslo à l'improviste. Mais il revient ce soir et il espère vous voir. Il a d'ailleurs laissé une lettre pour vous sur son bureau. Hast du das gehört? Papa ist heute früh überraschend nach Oslo geflogen. Sollen wir umkehren? Natürlich nicht. Guck mal rein. Mein geliebtes Kind. Kind, Kind, Kind. Mein armer Vater wird in ein paar Wochen Großvater, hat aber immer noch nicht kapiert, dass seine Tochter kein Kind mehr ist. Sein Kind wirst du auch noch sein, wenn er Urgroßvater ist. Je dois partir en toute heure ce matin. Ich musste ganz schnell verreisen, wollte dich aber nicht anrufen, so früh. Tu peux choisir les meubles dont tu as envie. Such dir die Möbel, die du brauchst. Si tu veux, tu peux me demander. Von mir aus kannst du das ganze Haus ausräumen. Je voudrais que tu te sentes chez toi. Ich möchte, dass du es schön hast. Je serai de retour ce soir, j'espère bien te voir. Heute Abend bin ich wieder zurück und hoffe, dich zu sehen. Ton vieux père, dein alter Vater. Hat er nicht gewusst, dass ich mitkomme? Doch, natürlich. Warum? Du kannst aussuchen. Du sollst es schön haben. Dich hofft, heute Abend zu sehen. Aber Martin, sei doch nicht so empfindlich. Der Brief war an mich geschrieben. Und da hat Papa in der Eile... Schon gut. Wollen wir erstmal was trinken?
Ich weiß zufällig, dass Papa einen ganz teuren Champagner im Keller hat. Ja, natürlich ist er teuer. Hier ist ja alles vom Teuersten. Oh, Martin, bitte. Verdirb uns nicht den schönen Sonntag. Entschuldigung. Also gut, ich suche einen ganz billigen Champagner. Und dann gehen wir durch das Haus und machen eine lange Liste. Und du kannst aussuchen, was dir gefällt. Aber nur Papas Schreibtisch müssen wir da lassen. Lange Liste? Ja, natürlich. Wir müssen doch 4 Zimmer voll machen. Das Erste, was wir nehmen, ist mein Bett. Und da hast du schon zweimal drin geschlafen. Erinnerst du dich? Oh ja. Die Matratze ist unmöglich. Da holt man sich blaue Flecken. Das ist die Matratze von der Prinzessin auf der Erbse. Kommt nicht in Frage. Also gut. Aber mein Babybett. Es muss noch da sein. Es geht mit. Und die Bettwäsche können wir auch mitnehmen. Die ist rosa und Martin wird ja ein Mädchen. Und dann brauchen wir noch... Und wie kommst du zurecht? Sehr gut. Ich kann Alexander mit in die Praxis nehmen. Dr. Kleinschrott hat selbst zwei kleine Kinder. Das ist in bester Gesellschaft. Ich meine, wie kommst du finanziell zurecht? Martin macht sich manchmal Sorgen, ob er dir nicht doch... Alimente. Ein absolut grässliches und negatives Wort. Er hat mir Geld angeboten, aber ich habe abgelehnt. Ich verdiene genug und habe mich sogar neu eingekleidet, wie du siehst. Und sonst? Was sonst? Naja, gibt es jemanden, der sich um dich kümmert? Bitte entschuldige, wenn ich so neugierig bin, aber... Du meinst, ob ich einen neuen Liebhaber habe? Ja, den habe ich. Ach, das freut mich. Du hast ihn vorhin auf dem Arm gehabt. Alexander. Ja. Und du? Ich? Was machen deine Liebhaber? Nichts. Leo Römer hat noch ein paar Mal angerufen, aber mir ist klar geworden, dass daraus nichts werden kann. Das muss doch nicht immer gleich was werden. Hauptsache, man ist nicht immer ganz allein. Das bin ich leider. Heute ist mir die Decke auf den Kopf gefallen. Und deswegen habe ich dich angerufen. Danke, dass ich kommen durfte. Na, hör mal. Das ist doch ganz selbstverständlich. Ich freue mich doch, dass du gekommen bist. Wie leer so ein Haus sein kann. Wieso leer? Martin und Michelle schlafen jetzt im Anker, bis der Umbau fertig ist. Und Gunther ist ausgezogen. Der wohnt jetzt bei Ludwig. Krach? Ja, den hat's auch gegeben. Tagsüber geht's ja. Da komme ich vor lauter Arbeiten gar nicht zum Nachdenken. Aber die Abende. Fernsehen ist auch keine Lösung. Aber du hast doch sicherlich Freunde im Ort, oder? Nein. Mein Mann war ein Eigenbrötler. Der wollte niemanden sehen. Und ich? Ich arbeite von früh bis spät in die Nacht, weil ich jetzt auch den Bürokram machen muss. Wie soll ich denn da jemanden kennenlernen? Es tut mir leid. Man kann nichts erzwingen. Da geht's mir ganz ähnlich. Wieso du? Du bist so jung und hübsch. Na und? Die Männer im passenden Alter sind längst unter Dach und Fach. Aber wir könnten ja mal zusammen in die Disco gehen. Vielleicht finden wir da den Mann fürs Leben. Leid. Wir hatten noch einen Notfall. Was sind die so hier rumlaufen? Meine Miniröcke haben dir früher mal sehr gut gefallen. Wenn ich schon auf der Station bis über die Knie vermummt sein muss. Du weißt doch, wo wir hinwollen. Na und? Sollen der Mathilde doch die Augen rausfallen? Thank you.
Donnerwetter. 12 Hektar. In der 4. Generation. Und zu Ludwigs Leidwesen kerngesund. Hast du Geld dabei? Wofür? Wir können doch nicht nur probieren, ohne auch was zu kaufen. Hast du eine Ahnung, wie oft bei uns probiert wird und dann nichts gekauft? Aber keine Sorge, ich habe was dabei. Unser Coupé A. In 2 Jahren ist der Wein flaschenreif. Coupé A? Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete. Und wie viel Grad hat der? 65. Vielleicht interessiert es, wie die Hubschrauberspritzung pro Saison auf höchstens 4 Durchgänge reduziert haben und zur Schädlingsbekämpfung keine Insektizide mehr einsetzen. Und was habt ihr da für einen Hektarertrag? Die schickt wohl die Steuer. Du musst ja nicht antworten. Wir haben eine Ernte im Keller, eine am Stock und eine auf dem Konto. Gratuliere. Und was nehmt ihr? Kommt auf die Menge an. Wie viel darf es denn sein? Ja, Sie scheinen sich ganz gut auszukennen. Ich bin Winzermeisterin. Aha. Und davon fragen wir, wie alt Sie sind? 23. Ich habe eine 3-jährige Weinbaulehre an der Landeslehr- und Versuchsanstalt Trier absolviert und anschließend die Weinbaufachschule der LLVA besucht. Meine Prüfung als Meisterin habe ich vor einem Vierteljahr bestanden. Das klingt nicht gut. Was? Sie wollte sagen... Ich interessiere mich gewissermaßen auch für Wein, habe aber nicht gewusst, dass die Ausbildung so lang dauert. Sag mal, man munkelt, dass du Weinkönigin werden willst. Ich doch nicht. Nein? Na, mein Vater will das, aber ich doch nicht. Verspricht er sich Werbung davon? In der Verpflichtungserklärung heißt es, ich verpflichte mich, im Falle meiner Wahl, jede privatwirtschaftliche Ausnutzung der Stellung, insbesondere zu Zwecken der Werbung, zu unterlassen. Und das weiß auch mein Vater. Ja, aber dann verstehe ich nicht. Mein Vater hat Angst, dass ich hier zum Blaustrumpf werde und ihm keine Nachkommen produziere. Sie sind doch erst 23, da kann man doch nicht... In Herrn der Schöpfung ist die Arbeit im Winger zu mühsam und zu schlecht bezahlt. Und da ich hier Tag und Nacht bin, habe ich wirklich 0 Chancen, jemanden kennenzulernen. Na, und als Weinkönigin würde ich hier mal ein bisschen rauskommen, meint mein Vater. Groß rauskommen, das war auch meine Hoffnung. Wie bitte? Ach, nichts. Ja, dann fangen wir doch mal am besten mit dem Kabinett an. Ja, aber das können wir doch nicht. Dein Vater reißt es den Kopf ab. Mein Vater hat geschrieben. Was hast du denn? Ich weiß nicht. Ich glaube. Komm, setz dich hin. Es geht los. Was? Dr. Gérard, auf dem Schreibtisch, da ist sein Telefonnummer. Sofort, glaubst du, das sind die Wehen? Oh. Meine Frau hat eine Frühgeburt. Pardon? Ma femme va avoir son bébé et nous devons tout de suite partir à l'hôpital. Très bien.
Toll, einfach toll, die Kassette. Danke. Und Sie haben gedacht, mein Vater... Das sollst du sagen, okay? Gern. Ja, Ludwig ist der Meinung, dass dein Vater jede Menge Presse anrauschen lässt. Fachlich hätte ich natürlich keine Chance gegen dich. Aber ich wollte meinen Dirndl fallen lassen. Und dann meine Gesangsnummer abziehen. Das wäre doch was für die Fotografen. Das wäre eine Sensation. Und das in unserem Kaff? Es wird leider keine werden, weil ich gar nicht antrete. Tut mir leid für deinen Onkel. Ich muss dem sehr schon beibringen. Er wird's überleben. Ja, aber warum denn nicht? Weil ich möchte, dass du Weinkönigin wirst. Erst habe ich gedacht, du wärst eine blöde Kuh. Tut mir leid, dann wär's mir egal gewesen. Aber nun haben wir uns ja kennengelernt. Sehr lieb. Aber so, wie ich aussehe? Naja... Wir müssten dich natürlich etwas aufzahnen. Mimi, soll ich dir mal meine Beine zeigen? Aber vielleicht gehen wir mal zusammen zum Friseur. Ja. Merci. Merci, Professeur. Félicitations et bonne chance. Deux minutes. Sie wiegt 2500 Gramm. Hat 10 Fingerchen, 10 kleine Zehen und fast kein Haar auf dem Kopf. Ein wunderschönes Kind. Kaum zu glauben, dass ich der Vater bin.